Ich mach wieder so zur Sicherheit. Gut, ich habe keinen Umweg fabriziert. Mann, was fahre ich eigentlich zusammen? Muss ich noch lang hinter dem hergurken? Karte. Ja. Könnte jetzt sagen, scheiß auf Überholverbot, aber ich habe schon 800 Euro Strafe kassiert, das will ich nicht noch mehr. Da vorne ist Überholverbot Ende. Oh yeah. Und dann kommen mir Autos entgegen. Ich glaube nicht. Holla. Sag mal, willst du mich verarschen, Truck? Ja, ich weiß, ich rede mit meinem Truck. Der sollte mich nicht anhupen, wenn er mir ganze Zeit so affenlahm vor der Nase rumfährt, oder? So, mit Tempo 90 hier die Straße entlang. Dreimal Runner, cool. Und einer ohne Anhänger. Das ist ein Scania und das ist noch ein Renault. Also ihr wisst ja, Scania ist Swift und Renault ist Runner im Spiel. Was ich mich auch manchmal frage, ist, ob den Fiat machen. Die Sache mit Fiat Multipla, die ich irgendwie doch ein bisschen peinlich war. Weil das Auto ist ja eigentlich alles andere als schön. Idiot, warum sagst du mir das jetzt erst? Jetzt kommt da lange nichts mehr. Klar, man sollte schlafen, bevor man in Sekundenschlaf verfällt, aber das ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt durch. Sonst kassiere ich wirklich deutliche Abzüge wegen einer Verspätung. Und bei der nächsten Bestellung bin ich wahrscheinlich auch später dran. Obwohl, das ist halt das Risiko, dass ich dann wirklich einen riesen Crash baue. Vor allem, wenn die jetzt so lahm weiter vor mir rumgurken. Mann. Jetzt mal links abbiegen. So, auf dem kleinen Bildschirm irritiert mich das leider davon ein bisschen. Ja, Schnauze. Ich weiß, ich mag das Teil. So, bitte bieg rechts ab. Unter allen Idioten auf den deutschen Straßen fahren von mir wohl immer die Größten her, oder? Also so langsam nervt's. Letzte Session die roten Ampeln. Jetzt die anderen Verkehrsteilnehmer. Irgendwas. Geht mir immer auf die Nerven. Jo, ich fahre nach Leipzig rein, weil wegen Müdigkeit.
Ich blink eiskalt nicht, ich fahre einfach vorbei, mache ich immer so. Werde ich in Zukunft im Straßenverkehr natürlich ändern, aber da habe ich noch Zeit. Und außerdem muss ich vom Real Life kein Let's Play machen. So, wo steht der Pfosten jetzt? Ja, ich hab's gemerkt, liebes Dingens. Das wollte ich nicht. Ich fahre auch immer wie so ein Besoffener, oder? So, was ich jetzt mal mich gerade frage, ist, ob diverse Internetanbieter gerade Bandbreiten kürzen oder manchmal einfach alles abspacken lassen wegen irgendeinem Fehler oder so. Weil bei mir bricht gerade ständig das Internet grundlos ab. Und gerne mal. Vor allem in häufiger Benutzung. Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Kein Crash. Oh. Der ist so dumm, oder? Stellt er sich dahin. Wirklich, es gibt so dumme Leute auf deutschen Straßen und ich bin der Blödste von allen. Aber warum stellt der sich da hin? Das sieht doch, dass ich da durch muss, oder? Der sieht doch, dass ich da irgendwie raus muss. Mein Gott, warum stellt er sich dann in den Weg, echt? Jo, ich hab's kapiert. Nicht ruckeln. So, da drüben ist eine Werkstatt. Das sollte ich eigentlich dann pennen können. Nicht nochmal. Das hätte mich jetzt schon kräftig angekotzt. Nicht ruckeln, liebes Spiel. Bitte nicht rot warten, liebe Ampel, sonst töte ich dich. Gut.
Oh, fuck, stellt 14%. Oh, wow. Da bin ich wirklich an die Wand gefahren mit dem. So, ich muss jetzt leider eine Verspätung in Kauf nehmen. Da kann ich nichts mehr ändern. Bevor du mir auf dem Weg einpennt, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich weiß, jetzt kommt dumme Musik. Aber mir erstmal Schnurz. Jetzt muss ich schauen, wie muss ich überhaupt fahren? Mit dem kleinen Umweg durch Leipzig, das übrigens ziemlich komisch aussieht. Über die Landstraße, toll.